Ja, mein Name ist Elke Fleige. Ich unterstütze Hannelore Lebrich dabei. Wir fangen eigentlich schon an im September, stellen Listen zusammen der in Frage kommenden Kinder. Natürlich auch mit Altersangabe, dass eben altersgerecht auch dann ein Geschenk ausgesucht werden kann. Und ja, mir macht das auch sehr viel Spaß, wobei ich sagen muss, die Hauptarbeit liegt bei Hannelore. Nicht? Aber es macht viel Freude, auch mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir sind ja nun auch schon ein bewährtes Team. Ja, und das ist eine sehr schöne Aktion. Und wie gesagt, die Kinder freuen sich das ganze Jahr teils schon drauf und fragen auch, kommt ihr wieder, bekommen wir wieder Geschenke? Nicht? Und also das macht eben dann auch ja, viel Spaß zu sehen, auch wie die Kinder sich freuen. Nicht? Man bekommt dadurch auch wieder viel Kraft geschenkt. Nicht? Ja, sehr schön. Ich bin froh, dass ich Hannelore habe. Nicht? Ja, das ist es von meiner Seite. Und wir machen das eben, was ich dazu sagen wollte, als Ehrenamtliche. Wir sind also nicht hauptamtlich angestellt, sondern wir machen das aus Eigeninitiative im Ehrenamtskreis. Mein Name ist Hannelore Lebrich. Ich betreue seit 2015 geflohene Familien. Und daraus hat sich 2 Jahre später eine Winter-Weihnachtsaktion gebildet, dass wir dann erstmal Familien in den Notunterkünften mit Weihnachtspäckchen beglückt haben und ihnen auch die Weihnachtszeit erklärt haben, wie das in Deutschland abläuft. Das Ganze haben wir dann in Kooperation mit dem RIS-Gymnasium und dem Kinderschutzbund gemacht und der Diakonie. Und seit 3 Jahren sind wir in Zusammenarbeit mit der MEDAG, das ist eine Firma in Wedel, und dem Kinderschutzbund, dass wir diese Weihnachtsaktion weiter fortführen können. Die MEDAG hat immer eine Wunschbaumaktion, wo wir dann immer schon Wünsche hinschicken und auch schon ganz gezielt. Wir machen das immer mit Buchwünschen. Und der Kinderschutzbund spendiert uns Geld, sodass wir dann noch Obst und Süßigkeiten dazu kaufen könnten, sodass dann immer wieder schöne Familientüten zustande kommen und wir die dann verteilen, so wie heute. Und es ist immer wieder schön anzusehen, wie die Kinder total glücklich sind und fallen einen umarmen und die Augen leuchten wie früher die eigenen Kinder unterm Tannenbaum. Es ist immer wieder eine Aktion, die viel Arbeit macht, aber sie macht sehr viel Spaß und das Ergebnis ist immer fantastisch.